Wunderschönen guten Tag und an dieser Stelle nochmal ein weiterer Guide zu den Kochmaterialien aus Patch 8.3, diesmal auch richtig ausgesprochen. Wir sind wieder in Uldum, hier unten in der Nähe der Küste, und hier gibt es diverse Krokodilien und diese Schlangen. Die alle, ja, die Chance haben, das fragwürdige Fleisch zu droppen. Das fragwürdige Fleisch wird für alle 5 der 9 Rezepte benötigt. Was haben wir an der Stelle gerade? Mehr kann ich davon nicht tragen. Ach so. Dann basteln wir die gerade mal zusammen. Müsste ich ja wieder welche tragen können, ne? Das haben wir an der Stelle natürlich keins bekommen. Wie das dann so ist bei der Aufnahme. Wenn ihr Kirschner seid, könnt ihr von den Viechern hier natürlich auch noch aktuelle Ledermaterialien bekommen. Wie zum Beispiel die Klippenschuppen. Oder auch von den Hyänen in Uldum die. Ja, beziehungsweise das Sedimentleder. So, dann haben wir noch den Krokodilisken hier. Ja, das ist auch kein Fleisch droppt. Na, sowas. Ich habe aber hier schon welches bekommen von denen. Eins. Gute Rate. Also ich habe den besten Spot auch noch nicht herausgefunden. So, fragwürdiges Fleisch 3. So, da haben wir es doch. Es gibt hier halt immer wieder Stellen, wo einige der Schlangen und der Krokodilisken auf einmal sind. Daher finde ich das gar nicht so schlecht. Ihr könnt allerdings auch in Pandaria, hier am Weißbuchensee, da sind auch Krokodilisken, die auch das fragwürdige Fleisch droppen. Und wie gesagt, das fragwürdige Fleisch wird für alle 5 Delikatessen verwendet. Das heißt, ob ihr jetzt die Delikatessen herstellen wollt oder das Fleisch einfach verkaufen wollt, ist euch überlassen. Beim Verkauf, ihr werdet höchstwahrscheinlich einen Abnehmer finden. Wie gesagt, die Leute, die die Rezepte herstellen wollen, die Speisen oder Delikatessen benutzen wollen und dann vielleicht herstellen wollen, oder die Leute, die einfach nur die Kochrezepte umsetzen wollen und das Ganze dann verkaufen, die benötigen dieses Fleisch. Jetzt haben wir gerade wieder 4 Stück bekommen. Ja, da sind jetzt wieder, das war eine Schlange, 2 Krokodilisken. Daher finde ich diesen Spot gar nicht mal so verkehrt. Es ist ein bisschen Rennerei, das gebe ich zu. Aber man bekommt ein wenig was. So, da sind auch schon gleich die nächsten Viecher hier. Und hier unten an der Küste, klar, die Krokodilisken tummeln sich da vorne, sind die nächsten. Da ist auch noch eine Schlange. Also, sag mal, wenn man hier einmal so eine Runde macht, müsste das auch mit dem Respawn dann passen. Und dann sollte man, wenn man eine Weile farmt, doch ein wenig was in den Taschen haben. Ich kann ja mal schauen, beim Kirschen kommt auch was, jetzt 18 Stück in 4 Minuten. Darüber kann man nicht meckern, da sind die nächsten Krokodilisken. Also wie gesagt, hier gibt es Viecher genug, bei denen ihr das fragwürdige Fleisch farmen könnt. Und dann würde ich sagen, sehen, hören wir uns beim nächsten Mal. Entweder auf YouTube oder auf Twitch. Folgt mir auch da gerne. twitch.tv/öko218. Dann sehen wir uns vielleicht beim Leveln, beim Mythisch Plus laufen, beim Raiden oder was sonst gerade so ansteht. Also, cheerio!